Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Borderlands 2. So, wir reden jetzt mit Mordecai. Roland hat schon alles geäckert. Meine Daten sind alle auf einem Chip im Bloodwings Halsband. Auch dein Claptrap-Upgrade. Aber ein paar Hyperion-Schweine haben sie ins Reservat entführt. Ich bin froh, dass du da bist. Ich suche seit einer halben Stunde alles ab, aber das scheint ein Job für mindestens zwei Leute zu sein. Wenn du durch die Werft reinkommst, kann ich dich zu Bloodwing führen. Hol meinen Vogel zurück, dann kriegst du dein Claptrap-Upgrade. Ja, weil es bei Bloodwing ist, deswegen. Aber alles andere... Ich werde dir helfen, wie im Tundra-Express. Ja, geiles Gebiet. Richtig geiles Gebiet. Aber, ja... Ich verstehe ihn da nicht ganz, weil früher haben die das auch alles selber gemacht. Warum sind die so schwach geworden? Gerade Mordecai. Der war nun wirklich echt gut gewesen. Naja. Bisschen enttäuscht. Ich finde die neuen nicht unbedingt besser. Wobei Zero doch schon... natürlich noch bessere Sniper-Skills hat, meiner Meinung nach, als Mordecai. Aber Mordecai finde ich als Pistolero sowieso deutlich besser. Aber wird hier halt als Sniper gehalten. Naja, dann ist das so, wa, Freunde? So, hier gibt es wieder ein paar kleine Errungenschaften. Dazu muss man hier zum Beispiel Teddys anklicken. Dich zum Lachen. Er hat Bloodwing gekidnappt, damit ich mir in die Hosen pisse und damit drohe, dass wenn meinem Vogel irgendwas zustößt, dass ich bla 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 bla. Aber Blatt und ich haben viel zusammen durchgemacht und ich weiß, dass sie auf sich aufpassen kann. Ja. Und er meint, dass Leute nur leere Drohungen abgeben, das ist sein Problem. Und das ist ein kleiner Vogel, was soll denn der Vogel bitte machen? Auf sich alleine gestellt. Aber egal. Na komm, wo hier vor mir läuft es doch. Da. Okay. Enthüllt die Geschichte von Pandora. Ich habe eine potenzielle Kammerjägerin gefunden, Sir. Das ist sicher interessant. Sie ist eine Sirene. Was? Anders als Lilith scheint sie keine Verbindung zu Iridium zu haben. Aber... Erzähl mir alles. Sofort. Ich habe keine Informationen über ihre Eltern. Doch als Kind wurde sie beim Orden des aufkommenden Sturms zurückgelassen. Bei wem? Das ist ein Mönchsorden, der auf dem Planet Athenas herrscht. Die frühesten Überwachungsaufnahmen, die ich finden kann, sind 4 Jahre alt. Abspielen. Volk von Athenas, nach Jahren der Ausbildung und der Vorbereitung kann der Orden des aufkommenden Sturmes sie offenbaren. Eure Erlöserin. Sprich, Maya. Sprich zu deinen Untertanen. Hi. Was ihr an Redegewandtheit fehlt, gleicht sie durch Macht aus. Denn wisset, Maya wird diesen Planeten vor allen Formen des Bösen beschützen. Vor... Sophis, darf ich was sagen? Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, Kind. Seit Jahren erzählst du mir, ich würde mal losziehen und die Welt erkunden, nicht lächeln und reden halten. Es steht dir nicht an zu zweifeln, Kind. Jetzt lächle und winke. Nenn mich weiter Kind, dann kannst du was erleben, Arschloch. Wir sind immer alle so aggressiv. Okay. Infiltrieren, ja. Wie infiltrieren wir? Das kriegen wir ja gleich raus. Unerlaubtes Eindringen registriert. Setze Loader frei. Setze Loader auf dich? Verdammt. Gib mir eine Sekunde. Ich denke mir was aus. Okay, ich habe eine Idee. Wenn du die Hilfe von diesen Loadern beschädigst, aber nicht killen. Müssen sie die Tür aufmachen, um Verstärkung zu schicken. Ja, genau, das ist ein Problem. Den hast du beschädigt. Nimm dir jetzt den nächsten vor.
Okay. Dann, das Problem ist, dass ich ja durch diese Säure die Gegner recht schnell töte. Toll. Einen hätten wir aber schon mal. Und gut. Ups. Ja. Ja, toll. Ja, das ist problematisch. Oh. Das ist für mich ein Problem. Oh, scheiße. So, okay, den hätten wir auch schon. Ach, nur einen auf einmal? Da ist schon zweiten, oder nicht? So, der ist jetzt leider wieder Schrott. Zwei. Einen dritten, komm, Alter. Oh, hat ausgereicht. Sehr gut, jetzt kann ich alle zerstören. Jetzt kommen auch diese nervigen. Jetzt kommen auch diese komischen Heildrohnen hier. Kack, nervigen Dinger. Ach, scheiße. Ein bisschen aufpassen. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen mehr Schaden gekriegt hier, weil ich so vorsichtig kämpfen musste. Das ist die Verstärkung. Popelige Kacksoldaten. Oh Mann, ey. Tolle Verstärkung haben sie da geschickt. Komm schon, gib mir. Zwingerblock auf der anderen Seite der Anlage, Sir. Wenn du sie findest, findest du auch dein Claptrap-Upgrade. Oh, verdammt. Okay. Hier ist übrigens eine hohe Chance, dass man so einen Mini-Bot hier in diesen Kisten findet. Die dann halt auch wieder spezielle Sachen droppen. Yes, sehr gut. Dass er teilweise welche slackt, ist sehr praktisch. Oh, jetzt haben wir es das erste Mal mit diesen Ingenieuren zu tun. Verdammt. So, wenn ich jetzt mal hier oben, ich weiß, dass oben der Schalter ist für dieses Ding. Okay, das hat nicht ausgereicht, das machen wir gleich nochmal. Mann, und komm schon. Ach so, das reicht ja aus, glaube ich, nur da hinzuschießen, ne? Ja, genau. Ah. So. Iridium. Scheiß Steine. Was war das denn? Nahkampf? Nicht elementar. Waffenscham. Das ist ja auch nicht schlecht eigentlich. Aber nee, gerade Quatsch. Man benutzt ja teilweise auch elementar. Obwohl eigentlich man ja später weniger elementar verwendet, weil die ja die Gegner ja immun sind gegen Elemente. Außer ich habe halt immer Explosion verwendet und Explosion zählt ja als Element. Halt! Okay. Haben wir ja ein bisschen was freigeräumt. Die Zeichen hier, die Kammerjäger-Symbole, sind ein bisschen fies versteckt. Hier oben auf dem Gebäude ist zum Beispiel eins. Da kommt man nur rauf, wenn man vom Kran irgendwie aus mit drauf springt. Hier gibt es ja mal einen Kran, der hier mal so, so eine Container hochholt. Jetzt zum Beispiel gleich. Da komme ich dann, glaube ich, auf das Gebäude rauf. Und das können wir jetzt machen, weil er gerade hierher kommen möchte. Na komm schon.
Oh, alles hier in Zeitlupe halb, ey. Dann können wir jetzt hier rauf. Ich hoffe, ich bin auf der richtigen Seite drauf. Ey, ich gehe lieber auf der Seite. Bin mir nicht sicher. Genau, und jetzt sind wir hier oben drauf. Können schon mal ein bisschen die Map beobachten. Und müssen da eigentlich rauf. Da ist auch eine Kiste. Und ich bin der Meinung... Kann man die eigentlich... Nee. Dass hier oben noch ein Kammerjäger-Symbol war. Und was war mit den Lautsprechern gewesen? Auch noch, glaube ich. Stuckt man so ein bisschen. Oh, dann mach hin. Das Hyperion-Reservat mit Niederzugbewerbung. Ja, genau. Sag ich doch. Oh nö. Oh, verdammt. Bitte Waffen strecken. Okay, gut. Und hier gibt es auch nochmal einige Quests, die wir dann später hier machen müssen. Da müssen wir nochmal hier herkommen, zurückkommen. Ich will jetzt mal was gucken. Ich bin der Meinung, ich muss die Lautsprecher anklicken. Sie beim Umgang mit den Kreaturen des Reservats darauf, nicht zu sterben. Was? Was kommt der her? Wow! Hi, 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 hi. Was ist denn was? Wie gesagt, hier macht das in diesem Level sehr doll Sinn, diese ganzen Kisten zu öffnen, weil man eine gute Chance hat, dass man hier was bekommt. Also, dass hier einer kommt. Aus der Kiste rausgesprungen. Jiminy Jenkins ist eher selten, aber meistens so ein Beutezwerg oder so. Hier oben ist, wie gesagt, der Schalter, den man eigentlich manuell erreichen sollte, aber eigentlich Quatsch, weil man die haben ja die Kisten hier auch so, also diese explosiven Dinge auch so hingestellt. So, hier sind nochmal ein paar. Kann man noch hier lang. Ach, alle so ein Quark braucht man aber nicht. Wir gehen natürlich hier oben lang. Willkommen im Wildlife Explosion Preserve. Jack sagt, er hat das erbaut, um Wissenschaft, Forschung und was weiß ich zu unterstützen. Aber das ist Bullshit. Sie nehmen Slack und experimentieren damit an jeder Kreatur rum, die sie finden können. Du musst Bloodwing da rausschaffen. Erinnert mich so ein bisschen an Jurassic Park, oder, Freunde? Wo ich das erste Mal gesehen habe, hat mich das so echt übelst an Jurassic Park erinnert. Yo, und jetzt wird's ein bisschen hardcore. Oh, verdammt, das war der falsche. Und das geht hier alles noch. Die sind richtig ätzend. Hier bin ich öfters mal gestorben, weil die echt schwer sind teilweise. Nö, das brauche ich nicht. Hier an diesen Stellen, weil hier kommen dann später, wenn man dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, dann wahrscheinlich noch mit Überlevel. Oh, dann wird's richtig brutal. Halt! Komm. Gar nicht erst dich ausruhen lassen, gleich vernichten. Ich bin der Meinung, hier war was mit den Lautsprechern, aber... Ich kann mich auch irren. Oh, scheiße. Okay, nee, ignorieren wir. Wir machen einfach normal weiter. So, was haben wir dann hier? Risiken und Nebenwirkungen vom Schreibtisch der Slack-Forscherin Dr. Heather Samuels. Okidoki, Sammy. Dann fangen wir mal an mit dem Versuch. Hm? Dr. Samuels, bitte. Das Versuchsobjekt ist noch bei Bewusstsein. Sie erwarten doch nicht, dass ich... Sorry, Baby. Bei dem Lärm, den die Leute machen, die gerade kein Iridium gespritzt bekommen, verstehe ich kein Wort.
dieser Kammerschlüssel hat das Iridium nicht ohne Grund sprudeln lassen. Und wo wir es schon haben, machen wir doch was Schönes damit, oder? Oder willst du... Oh, hey, du bist im Reservat. Scheiße. Ich hatte eigentlich so einen Plan, dich hierher zu locken und dann zu killen. Aber du kommst einfach von selbst. Danke, dass du mir die Mühe ersparst, Kiddo. Warum gerade hier? Das ist so hohl. Verstehe, wer will. Oder? Warum gerade hier? Ist jetzt hier irgendwas Besonderes? Jetzt habe ich leider das Gespräch unterbrochen. Tut mir leid, Freunde. Ach, Mensch. Ah. Stimmt, hier gab es so viele Aufgaben. Ah. Scheiß, wie ist so schnell? So. Aber ich kann euch gleich noch zeigen, wo das nächste Kammerjäger-Symbol ist. Und hier gibt es, glaube ich, so eine Mini-Aufgabe, dass man, genau, die Geheimverstecke findet. Alles voller Fressen und Dosen zum Saufen. Und hier könnt ihr hochgehen. Diese Autobahn wieder raufgehen. Bin aber eigentlich von einer ganz anderen Stelle aus hochgegangen, aber hier kann man es auch schon machen. Und dann kommt da nämlich an einer Stelle zum Kammerjäger-Symbol und noch zum noch ein paar andere Stellen hier. Ja, ich bin sonst immer von hier hinten hochgegangen und nicht von da vorne. Also hier kommen ja noch ein paar Gegner rein, theoretisch. Ah, die kann ich auch wegsnippen. Slag-Mutation ist eine hochexplosive, brutale Wissenschaft. Unvereinbar mit menschlicher Ethik. Es versteht sich, dass ich brennend daran interessiert bin. Beschaff mir ein paar Proben des Slag-Serums, das Hyperion an wilden Tieren ausprobiert. Dass das ihr nicht interessiert, ist uns völlig klar. Ah, Kackviecher. Nein, bleib stehen. Ah, genau, die tarnen sich ja andauernd wieder. Deswegen kriegen wir mal den anderen dann nicht. Der da irgendwo sich schon wieder rumtummelt. Ach, da ist noch... Na, scheiße. Ja, ich gehe nochmal kurz hier runter. Das war zu früh. Ich gehe dann von hier aus wieder hoch. Weil hier ist nämlich noch was ich euch ja noch zeigen wollte. Genug. Und zwar... Hier. Bruder Sophis, ich habe was gefunden. So, was denn? Aufzeichnungen von einem Archäologen auf Pandora. Pandora? Der Planet der Verurteilten und Kannibalen. Ja, es klingt unglaublich. Aber dieser Archäologe sagt, dass Sirenen eine Art Verbindung zu Eridium haben. Und die Kammern... Maya, das reicht. Wenn ich nach Pandora reise, könnte ich mehr über meine Sirenenabstammung herausfinden. Es reicht. Wir haben dich ernährt. Dich ausgebildet. Dich beschützt. Die Menschen von Athenas erhoffen sich vom Orden des aufkommenden Sturmes... Führung und Schutz. Würdest du gehen, wäre dieser Planet ohne Verteidigung. Du sagst immer, ich werde diesen Planeten beschützen. Ich habe jahrelang trainiert, aber nie gegen das Böse gekämpft, von dem der Orden dauernd spricht. Deine Zeit wird kommen. Versprochen. Außerdem, dieser Planet hat alles, was du willst. Bitte, Kind. Geh auf dein Zimmer. Nenn mich nicht Kind. Entschuldige. Bitte geh auf dein Zimmer. Oh Mann. Naja, wir werden noch eine ganze Menge von der Story mitbekommen. Hier ist das Kammerjäger-Symbol. Ach, dann sind wir auch schon durch mit dem Kammerjäger-Symbol. Und hier gibt es spezielle Gegner, aber ich glaube, die sind nicht dabei diesmal. Wow. Fürchtet mich, ihr Säcke. Oh nö. Kackvieh! Naja, gut. Oh, ey. Ja, genau, die sind die am ätzendsten. Hier gibt es nämlich eine richtig nervige
Stalker-Sorte und die sind richtig scheiße. Freunde, der Part ist jetzt aber schon vorbei. Ich werde aber mal eben... Ja, nee, Quatsch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Ciao.